When the summer came, you went further south, parting with your nest, leaving me in doubt. Where were you when I needed you last winter, my love? Do 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 do. Boah, wie der das gesungen hat, Alter. Hast du drauf? Ey, das war nur eine Probe, eigentlich nur ein Test. Ja, das war ein Test. Aber ey, lass das, ey, du hast so mit Gefühl gesungen. Wir können die Folge lassen, ja. Aber ich hab mich voll versungen, Alter, voll das falsche Englisch hab ich gesungen. Ey, das ist egal, das ist der Style. Das ist der Scheiern-Style. Also, bevor ihr mich kritisiert für das Englisch. Ja. Seven Haidu, machst du weiter. Seven Haidu, machst du weiter. Meine Damen und Herren, wir sind zurück, also wir haben einfach angefangen, ne? Ja. Wir sind zurück, Nizar. Und der fantastische Scheiern, die Deutschen. Es gibt so viel zu berichten. Ja, es ist so viel ganz passiert. Viel. Ganz viel. E-Mail, es wurde nicht eingerichtet. Der Weltrekordversuch wurde noch nicht geplant. Es ist sehr viel passiert. Ja. Du wirst ja auch jetzt einige Sachen erzählen müssen. Ja. Müssen. Ja. Weil es reicht mit dir. Es reicht. Es reicht. Also, ich stehe mit dem Rücken an der Wand. So, Nizar hat heute ein Statement draus. Warte, ich will, warte. Darf ich ausreden? Ja, sorry, sei doch nicht so aggressiv. Nur weil du in der Türkei warst und ein bisschen mit denen zu tun hattest. Und jetzt weißt du, wie die sind. So, ihr Rassisten. Ich würde sagen, er muss das Statement heute rausbringen. Er ist wirklich Ärzte-Fan. Ja. Die Leute wollen ein Statement dazu. Ja, also guck mal, meine Damen und Herren. Ja, also an die Ärzte. Guck mal, ihr könnt mir nicht erzählen, dass keiner euch dieses Video zeigt. Sei ehrlich. Diese Reichweite ist da. Der noch so zu. An, fahr in Urlaub, Bela B und Rod. Ne? Rod. Bitte, Ärzte. Wie alt sind die? Wie alt sind die jetzt? Über 50? Ja, ja, klar. Ende 50, 60 vielleicht sogar. Ich bin ein Riesenfan. Ja, ich würde gerne den deutschen Punkrock der heutigen Jugend näher bringen. Weil die Musik ausstirbt. Aber keiner glaubt dir das. Deswegen Nein. muss ich ein Statement bringen. Ja, ich bringe ein Statement. Und deswegen, liebe Ärzte, ich mache mit euch einen Deal. Ihr sucht euch 5 Songs aus, ihr sagt mir nicht mal welche. Ich gehe mit euch auf die Bühne und werde alle 5 Songs durchsingen. Am Mic. Ja. Und wenn ich das hinkriege, kommt ihr in den Podcast. Guck mal, Ärzte, ich stehe für deutschen Punkrock, die Musik stirbt aus. Die Leute hören nur noch so Geklimper am PC und so Autotune-Gejaule. Ja. Das kann doch nicht sein. Wo sind die Songs? Mama. Ja, genau, Queen. Weil Freddie Mercury, was wird er heute machen? Wenn wir den ausgraben, der wird sagen, zurück ins Grab. Mhm. Aber der hat ein Gebiss gehabt. Der Bruder. Hat ein Gebiss, der Junge. Konnte eine Ravioli-Dose aufmachen. Ey, ich schwör's dir, Klack, Gebiss. Und dann so ziehen. Wenn du das Gebiss siehst, dann war AIDS dein zweites Problem, du. Ey. Wie geht's? Gut. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja, wir haben uns, ja, du fliegst ja ohne deine Brüder in Urlaub. Ich bin nicht in Urlaub gefahren. Wo war ich, wo du in der Türkei den Larry gemacht hast? Erstmal habe ich da gearbeitet. Ja, habe ich gesehen in deinen Stories. Das war auch mal Freizeit am Abend. Ich habe gearbeitet. Ich hast du mich nicht gefragt, ob ich den mit will? Weil dann hätten wir noch mehr Probleme gehabt. Weil Nizar ist ein sehr sympathischer Mensch. Danke. Auch sehr ehrlich. Ja. Auf dich kann man sich immer verlassen. Allerdings im Ausland müsstest du mal verstehen, nicht jeder deinen Humor. Ja, das so, kann gefährlich werden. Ja, kann gefährlich werden. Weil da wirst du so im Bazar so ein bisschen lieber. Ja. Ja, aber. War eben halt Arbeit mit bisschen Urlaub, muss man echt sagen. In welcher Stadt warst du in der Türkei? In Izmir. Ja? Izmir. Und dann war ich in Çeşme. Wie war's? Es war schön. Hast du viele Türken gesehen? Ja. Mehr als in Deutschland? Ja. Okay. Hast du Döner gegessen? Nein. Okay. Hast du Adana gegessen? Ja. Okay. Aber kennst du einen, kennst du alle. Ja, sag ich doch immer. So. Sag ich immer. Auf jeden Fall sehr viele deutsche Türken da gewesen. Ja? Sehr viele. Sehr, sehr viele. Und ich alle erkannt, ne? Alle haben mich erkannt. Ja. Lustigerweise zu 99% alle gleich. Also, wie sie zu mir rangekommen sind, ja. Wie sie mit mir geredet haben. Alles immer so lieb, nett, ja. Sprüche. Außer einer, der war ein Podcast-Fan. Der hat mir Angst gemacht. Ja, okay. Alle kommen direkt und machen so, hey, Scheiern, ja. Kein Foto, Mann, ey, geil, was ja. machst du hier, alles klar. Der Typ steht neben mir, einfach neben mir. Und macht, guckt mich nicht mal an und sagt, sind die Deutschen auch hier? Okay, das ist stylisch. Ja, das ist stylisch. Ja. Und ich guck ihn auch nicht an und sag,
kann sein. Und er so, ja, aber da ist ja nur die Hälfte da. Sag ich, ja. Ich sag, bist du ein Fan? Der so, nö. Danach guckt er mich an, gibt mir die Hand, sagt er, ey, klasse Podcast, läuft einfach weiter. Ey, geil. Geiler Typ. Geil, geil, geil. An aber, den kann ich mich erinnern. Aber die beste Fanbegegnung, was, ich weiß nicht, ob es Fan war, das einfach so geil war, Olli. Ich war mit dem auf so einem Festival in Mannheim und dann sind wir rausgegangen. Und beim Ausgang, glaube ich, haben, also ich bin mir nicht mehr sicher, falls ich was falsch sage, hatten wir noch so genug von diesen Getränkebons, die wir so bekommen haben. Ja. Genau. Und dann bist du und Fasern, meine ich, da war, kam einfach so ein Mädchen auf uns zu, die war auch ein bisschen angetrunken, ne? Die war so ein bisschen durch. Ja. Und die wollte ihr diese, einfach diese Bons so, geben. Weil das war schon bezahlt. Ja, ja. Da habe ich zu Fasern gesagt, ey, verteil die nochmal. Genau, Fasern sollte das machen. Fasern, genau. Ja. Und dann geht Fasern. Also wir sind zu dritt, wir laufen raus. Fasern geht zu ihr und sagt, ey, hör mal zu, wir waren hier drin, wir benutzen diese Getränkebons nicht mehr, nimm die bitte. Die so, ja, okay, guckt so hoch, sieht so Scheiern, guckt nach links, sieht mich und sagt einfach, boah, fuck, die Deutschen. Das hast du so ein bisschen etabliert. Das war so geil. Das ist geil. Türkei war gut. Wie gesagt, viel Stress ein bisschen gehabt. Die ersten 4-5 Tage, danach habe ich einfach mal abgeschaltet, habe mal gechillt. Kann man die Frauen und die Männer da unterscheiden oder haben die die gleichen Werte? Die Frauen ein Stück mehr. Mhm. Aber das ist dir ja nach der letzten Folge ein bisschen bekannt geworden. Doch, stimmt. Ja. Sie ist ein. Sie ist ein. Wenn du etwas akzeptierst, das ist kein Problem. Ey, weißt du, wie viele Weiber mir so einfach behaarte Sachen schicken? Weiber? Entschuldigung, weibliche Homo Sapiens. Mhm. Das ist ja die Weiber ist die Abkürzung davon. Ja, aber Weiber hört sich sehr herabwertend an. Ja, aber guck mal, Weiber. Aha. Ich meine, dieses, es gibt doch diese, womit man telefonieren kann, diese Weiber-App. Kennst du? Das ist stark. Boah, das ist stark. Womit die ausländischen Väter telefonieren. Wenn du jetzt nochmal irgendwie Shitstorm kriegen solltest. Nochmal? Ja. Wie oft noch? Ja, wie oft noch? Ja. Kannst du nicht einfach sagen, ich bin krank? Ja, das ist darauf jetzt, wie vor Gericht. Ja. Genau, ich bin nicht zurechnungsfähig. Ja, unrechnungs-irgendwas. Unzurechnungsfähig. Heißt es unzurechnungsfähig? Ja. Unzurechnungsfähig. Ja. Das ist ein Wort. Ja, ich bin unzurechnungsfähig. Aber kann man das auch beweisen? Ja, klar kann man das beweisen. Ja. Man schneidet einfach so ein paar Sprüche aus diesem Podcast raus. Also werden diese Leute sagen, ja, okay. Dann sind wir natürlich, ich und der, meine Damen und Herren, ich muss euch natürlich, weil ich euch liebe, und weil ich diesen Kerl hier liebe, ne? Der nie eingeladen wird. Das ist erstmal eine Lüge. Muss dein Vater sich zu Hause, dich zu Hause einladen? Normal. Nein. Ich klingel einfach, geh hoch oder ja, was? Ja, das denke ich ganz genau. Nein. Doch. Das mache ich nicht. Okay. Also erstmal ist Ich habe ihn gestern geschrieben, um 00:30 nachts. Habe geschrieben, Baba, bist du wach? Der antwortet nicht. Ja, weil er schläft. Nein, rufe ich ihn an. Geht nicht ran. Ja. Schreibe ich. Ist wichtig. Geht nicht ran. Gehe ich einfach vorbei, klingel, meine Schwester macht mir die Tür auf, der sitzt einfach mit so Nüssen und guckt zu Tablet und Handys genau neben dem. Ja, sag der war ich, beschäftigt, hast du nicht gesehen. Sag ich so, warum rufst du an? Sag ich, ja, was willst du denn um 00:30? Sag ich, ja, vielleicht ist es wichtig gewesen. Sagt er, wenn es wichtig wäre, hättest du mehrmals angerufen. Das stimmt, ja. Einmal, zweimal, vielleicht willst du mir irgendwas Unnötiges erzählen. Ja. Sag ich, ja, aber vielleicht wollte ich dich einfach besuchen kommen. Sag, bist du hier? Ja. Also... Pragmatischer Kerl. Das habe ich ja auch kennengelernt gerade. Ja. Aber alle finden meinen Vater super so, aber die Sprüche wieder vorhin, das war so. Ey, das war echt, sagt der Vater eben. Sag ich, ich guck die mal, die waren so nebeneinander, scheinen sein Vater. Und dann sag ich, ey, dass der Mann den gemacht hat, das ist immer noch für mich, das passt irgendwie nicht zusammen. Und dann erzähle ich so, wenn Leute, hier sind ja, alle kennen ja hier meinen Vater, wenn man meinen Vater sieht, wie er redet, wie er sich verhält, was er für Sprüche macht, dann erkennt man das sofort, dass das mein Vater ist. Man sagt sofort, ja okay, jetzt wissen wir, woher Nisa kommt. Bei Schein und seinem Vater, sorry. Und dann sag ich eben, ey, wie hat der Mann den gemacht? Dann sagt der Vater, ja, aus Versehen. Aber ich werde immer ähnlicher als er, also immer mehr. Ja, aber nicht vom Intelligenzquotient. Ja, das nicht, das kannst du ja auch nicht, Bruder. Ja, der ist... Ich will gar nicht hier anfangen. Ja, der ist MacGyver. Also, meine Damen und Herren, worauf ich hinaus wollte. Jetzt ernsthaft, ne? Hm. Das wäre aber auch ein Move für den Weltrekord. Warte, ich komme gleich dazu. Also, wir sind echt, es nimmt immer mehr, es trägt immer mehr Früchte, ja? Dass ich und dieser junge Kerl hier wahrscheinlich diesen Weltrekord angehen werden. Also das fing ja an als Scherz in diesem Podcast. Wir haben eigentlich nur aus Scheiße gesagt. Wie oft Sachen, ne?
Oder beziehungsweise wir fangen oft Sachen an. Das Problem ist, ich muss mich ja jede Folge erstmal hier verteidigen und immer distanzieren von allem. Es ist lästig. Und dann, Leute werfen uns ja vor, ihr hält euer Wort nie. Ja. Und ich hoffe, dass wirklich jetzt dieses Podcast... Ihr haltet euer Wort nie. Haltet? Ja, du warst wieder in der Türkei, siehst du, was passiert? Warum hält? Das gibt's auch. Ja, das ist aber falsch in dem Zusammenhang. Du redest Deutsch wie Mariano, aber ist egal. So. So, mein Damen. Jetzt kurz weiter. Ja. Also, und dann haben wir jetzt überlegt, dass wir wirklich eventuell diesen Podcast angehen werden. Also, wir haben, sprich, also die, schöne Grüße an Dulli, der sich um alles kümmern will. Der hat bei der Lanxess Arena angerufen. Wir haben den Preis, wir haben die Planung, wir haben eigentlich alles, die komplette Struktur. Und wir könnten das theoretisch angehen. So, der Weltrekord, wie ich schon mal erzählt habe, fürs Live-Podcasting, wird gehalten von einem britischen Podcast. Das ist so ein Stand-Up-Comedian, der hat das mit seiner Ehefrau. Die haben in London 13.000 noch was gefüllt. So, wir wollen natürlich nicht einen mehr, wir machen dann direkt 14.000. Wir runden das auf. So. Wenn wir das, also das müssten wir theoretisch hinkriegen und wir wollen das jetzt angehen. Wir würden dann den September 23 anvisieren, ja. Ich präferiere natürlich den 11. September, ein berühmter Feiertag. Und das wäre natürlich optimal, wenn wir das an dem Tag hinkriegen, weil dann haben wir zwei Gründe zu zelebrieren. Das wäre natürlich geil. Aber schauen wir mal, auf jeden Fall werden wir das sehr wahrscheinlich angehen. Die Sache ist nur, wenn wir das nicht schaffen, wäre das die Blamage des Jahrtausends. Und ich möchte mich ungern blamieren. Ich denke aber, mit der richtigen Planung, mit dem... Mit Frag den, was er gesagt hat. Was ich gesagt habe, ist unwichtig. Lass uns erstmal dieses T-Shirt angehen. Also, weil es mir lästig fällt, immer mich zu distanzieren. Was hat dir mir das Shirt geschenkt? Ja. Ich dachte, du kriegst keine Geschenke von Fans. Ich distanziere mich ganz klar von deinen Aussagen. Okay, Leute, wie ist das? Stark, gell? Hat dir das geschenkt? Okay. Mach mal lieber Kniebeugen. IG, Tolga C aus Gummersbach. Tolga C aus Gummersbach. PS, das war das erste offizielle Geschenk an die Scheiern. Hey! Applaus an Tolga C aus Gummersbach. Tolga C aus Gummersbach. Danke, Tolga. Ey, der hat in die Scheiern was geschenkt. Dann das erste offizielle Geschenk. Ja, sehr, sehr stark. Und es ist auch ein bisschen leichter für mich jetzt in meiner Karriere mit diesem T-Shirt rumzulaufen. Ja, genau, weil du kannst sagen, hier, ich trage es offiziell. Hast du über mich gelästert? Nein, ich habe nur gut über dich geredet. Ich habe über den Weltrekord geredet. Richtig? Das heißt, wenn ich die Folge später gucke, ja, sehe ich also nichts Negatives. Guck mal, man sollte nicht Sachen oft gucken. Man sollte. War es ekelhaft oder kann man noch damit leben? Nein, warum denkst du, ich disse dich? Du bist doch mein Partner. Weil die mich alle schon so angucken, wie so, und ich kenne dich. Nein, hä? Ich habe. Du lässt keine Gelegenheit aus. Nein. Ich habe über den Weltrekord. Habe ich über den Weltrekord gesprochen? Ja. Siehst du? Habe ich ihn beleidigt? Nein. Siehst du? Hat er sich über mich lustig gemacht? Auch nicht. Siehst du, du bist mein Bruder. Was hat er mich gedisst? Nein. Was denkst du? Hat er so ekelhafte Sachen gesagt? Eine. Und welche? Ich habe nichts Ekelhaftes gesagt. Sag mal, wann an welchem Tag der das machen will. Ach du Scheiße. Guck mal. Erstmal wollten wir natürlich sagen. Halt das in die Kamera so. Okay. Das ist sehr gut. Ja, ich hab mit dem können wir wenigstens einen Tag später? Ja. Das können wir auch. Ja? Ja, und wir haben natürlich, also sowas wird ja nicht einfach aus dem FF geschüttelt, ja? Woher kommt das her, das FF? Wo kommt das her, Olli? Latein? Aus dem FF? Aus dem FF, wahrscheinlich Latein. Nein, was für... Google mal bitte. Das, weil wir sind ja auch ein Wissenspodcast. Ja, genau, wir sind ein wissenschaftlicher Podcast. Ja, genau. Jamie, du bist unser Jamie. Ich bin Jamie. Jamie, pull that up. Boah, deine Augen, Junge, du guckst, als wärst du 50. Aus dem FF. Ey, wir können das hinkriegen, dieser Weltrekord. Was macht der da? Ja, der kann ja auch nicht mehr richtig gucken, der muss so machen. Ey, Bruder. So, lass mal, also ein Tausender können wir für eine Augen-OP geben, ja, kein Problem. Okay. Wir sammeln. Ja, kein Problem. Wie nennt man das? Jailbreaker? Nein. Jailbreak macht man beim iPhone. Nein, wie nennt man das, wenn man so für einen was sammelt? Spenden.
Nein, es gibt so ein englisches Wort. Ja, was weiß ich? Gesagt, nice to meet me, Allah. Nice to meet me. Es gibt ein Wort. Oh, ich glaube, der hat einen Schlag. Ich war so. Ich dachte, ich bin mehr bewegt, Alter. Ey, wieso kannst, hast du so schlechte Augen? Wieso trägst du keine Brille? Zu unstylisch. Wie zu unstylisch? Brille ist stylisch. Ja, Rapper haben Eco-Probleme. Ja. Schein sieht mit der Brille sehr gut aus, finde ich. Nee. Boah, jetzt musst du das so einem Kurden geben, dass er das liest. Also, das ist jetzt endgültig bis unten angekommen. Ich will nur noch das Handy, das Esel ja, vom Dorf kriegen. Ja, der, ja. Da wird das Handy essen, der Reser, Alter. Abschied. Aber bedeutet, wer besetzt, ja, Prinz. Denn ja, ich bin's. Wer ist das? Das war damals Afshin und Amir. So ein Song. Kam damals 2002 oder 2003 raus. Boah. What? Yo, kannst du nicht. Gib mir mal bitte. Ich bin doch gerade am Lesen, warte. Hier, das kommt aus dem Römischen Reich. Oh, du hast sogar recht, Olli. Boah, ich nehme alles zurück. Olli, als das Römische Reich schon lange untergegangen war, im 18. Jahrhundert lebten die römischen Gesetze weiter. Sie bildeten die Grundlage für die Gesetze der jungen europäischen Staaten. Mhm. Und auch hier wurde als Abkürzung für die Pandekten immer das FF benutzt. Wenn ein Jurist sich also besonders gut in seinem Fach auskannte, dann konnte er die Pandekten gleich FF in- und auswendig. Zudem stehen die Pandekten für gesichertes jahrhundertealtes Wissen. Was aus dem FF stammt, ist mit Sicherheit richtig und verlässlich. Und wenn jemand etwas aus dem FF, das ist einfach nur die ausgeschriebene Variante der Buchstaben FF kann, dann ist er selbst heute noch ein echter Experte. Ah, da benutze ich das sogar falsch. Weil ich habe immer gesagt, aus dem FF, wenn etwas locker ist. Wenn du etwas locker kannst. Ja, wenn es so einfach ist. Wie wenn ich sage, Schein ist FF, der ist Millionär aus dem FF. Ja, nicht ganz. Oder Schein ist aus OF. Onlyfans. Offenbach am Main. Ach so. Was mit Onlyfans? Wäre das was für dich? Also, ich will nicht groß reden. Aber bei einer Onlyfans-Seite sind schon so viele. Ich will jetzt nicht groß reden, weil am Ende des Tages alles, was ich hier sage, kann gegen einen benutzt werden. Genau, und dann bin ich irgendwann der Sklave von dem Wort, genau, was rauskommt. Boah. Aber wenn ich das in mir halte, ist das Wort der Sklave von mir. Ne? Jo. Aber ich habe ja mehrmals bewiesen, dass ich kein Rückgrat habe. Mit Casino-Streams und des Weiteren. Allerdings war es eine gute Erfahrung. Onlyfans? Nein, Casino-Streams. Achso, ja, genau. So, einmal Erfahrung gemacht, jetzt weiß ich, was ich davon halte. Genau. Müsste ich ausprobieren. Onlyfans? Ja, aber dann, glaube ich, wird Nisa echt die Kontakt abbrechen. Das Casino-Streams war für ihn schon so, du kleiner Basaui, aber du bist noch, aber ich mag dich. Aber Onlyfans, schon von deinen Geschwistern sprechen nicht drauf an. Oh, ey, mach Schein Onlyfans. Wir haben es gehört, wir haben es im Internet mitgekriegt. Ich will einfach lügen. Ja? Ja, klar. Und wenn die sagen, wer ist das? Sag ich, das ist der nicht. Würdest du schämen für mich? Wenn die sagst, würdest du schämen? Ja. Auch für Abschied, der das aufnimmt. Ja, ja, der nimmt alles auf. Ne? Der sieht doch so aus, wie einer, der alles aufnimmt. Ja. Boah, Leute haben Angst vor dem. Ja, du nimmst alles auf, was der sagt. Aber der ist jetzt Hausmeister hier geworden. Ja. Der weiß alles. Es gibt ja noch einen Kunden, der Facility Manager ist. Das passt ja. Oh, der ist tiefgründig, ne? Der ist deep. Deep is your love. Life the ocean. Ich mag den Song sogar. Ja. Diesen How deep is your love? Da-da-da-da. So, auf jeden Fall, Nisa, zurück zum Weltrekordversuch. Wie weit, du bist ja da ein bisschen mehr visiert als ich. Ja. Du bist auch mehr in der Thematik. Genau, weil ich ja auch bekannt bin für meine exakt gute Planung. Nee, aber weil du ja mit Dulli jetzt da. Genau, dass die Leute auch mal wissen, wirklich. Genau. Ich krieg ja nur die Information, wenn ihr herkommt oder wir uns privat treffen. Wir haben es schon angestanden. Also, wir haben bei der Lanxess Arena angerufen. Erstmal, das ist die erste Arena, mit der wir geredet haben. Wow. So, wir haben den Preis für die Miete, für den. Wir haben den Mietpreis für den Abend. Das könnte sogar ich alleine zahlen, ist gar nicht so viel. Ja, es ist nicht viel Geld, jetzt ernsthaft. Wenn ich jetzt gucke, was die kostet, gell? Nein, guck erst mal. Hast du dir ein Eigentor geschossen? Nein, so meine ich es nicht. Ich guck mal. Nein. Erzähl weiter, Cousin. Ob ich es dann sage, ist eine andere Sache. Nein. Je nachdem, wie sympathisch du in der Folge noch wirst zu mir. Also erstmal ist Schein der beste Yield. Ja, das ist geil, ist ja auch nicht schwer. So bei diesen Nichtsnutzen, Alter. So. Lanxess Arena.
Ja, dann haben wir mit Dulli das geguckt. Wir haben uns einen Termin schon ausgesucht. Ne? Also wir haben den noch nicht ganz fixiert, wir haben aber den Monat schon festgelegt. Ah, echt? Okay, also wir visieren an September 2023. Ich präferiere natürlich einen gewissen Tag im September, den ich eben erwähnt habe, der mich zurückholt in eine glorreiche Zeit. Als ich September hast du gesagt? Ja. Warum da? In einem Jahr. Warum da? Ja, da haben wir ein Jahr Planung. Warum nicht jetzt im Dezember? Weil wir das nicht schaffen. 14.000 Tickets verkaufen. Also ich finde das machbar. Nein, ja du bist ja auch so ein... Guck mal. Bruder. Wer hat am... Ich sag dir sogar einen Tag. Was war der erste Termin, den du anfixiert hast für deine Läden? Ja, aber da konnte ich ja nichts dafür. Ja eben, und du kannst so Sachen nicht voraussehen, deswegen muss was geplant werden. Weil das ist nicht in deiner Hand alles. Was denn nicht in meiner Hand? Das Einzige, was nicht in meiner Hand ist, ist der Ticketverkauf. Du, ein Jahr Werbung vor jeder Folge, die ist Weltrekord. Und dann wollen wir Künstler buchen. Wir wollen einen ganz bestimmten Typ holen. Dann ist vorbei, Alter. Dann ist vorbei. Der kommt einfach raus. So. Das wäre krass, gell? So Remix, dann kommt er raus. Und dann rappt ihr weiter so. Und ich will dieses Feiern. Ey, ich werde das am meisten feiern. Man kann alle filmen. In der ganzen Arena und mich. Keiner wird das feiern wie ich. Ich werde hinten so, yeah. Ich werde gucken wie so ein Fan. Ich tanze einfach auf der Bühne. Und du musst natürlich, man muss dich in so einen gewissen Modus bringen. Wie, das dürfen wir hier nicht sagen, weil dann wirke ich sehr heuchlerisch. Ja, das darf nicht passieren. Das darf echt nicht passieren. Ist das asozial. Ja. Und dann muss der geplant werden, der Showablauf, aber man merkt, die Fans haben Bock drauf. Die Fans haben Bock darauf. Deswegen, ich glaube, wir machen es. Und es wäre auch was Geiles. Das wäre ein Statement. Das wäre dann in Köln? Ja, weil wir haben auch überlegt, in Köln ist halt eine Infrastruktur, Bahn fährt dahin, Busse fahren dahin. Fährt in ganz Deutschland nicht, nur in Köln. Nein, aber... Es ist am einfachsten, da hinzukommen. Doch, nein, ehrlich jetzt. Das ist so die, das haben wir schon alles gecheckt, Bruder. Echt? Ja, also am einfachsten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und was die Parkplatzsituation ist da, ist wirklich die Lanxess-Arena. Und wenn wir das machen, das wird so killer. Und dann müssen wir 14.000, wie gesagt, wenn wir das aber nicht schaffen sollten, ich schwöre, ich ermorde mich selber da. Ich könnte das nicht verkraften. Okay, lassen wir mal deine... Deine kranken Gedanken. Lassen wir mal deine Wunschvorstellung lassen wir mal weg, ja? Ja. Wie wahrscheinlich ist das, dass wir anfangen? Weil ich hab noch keine Ahnung, was ihr da geplant habt. Also Dulli will nächste Woche kommen. Ja. Und dann will er das einmal mit uns besprechen. Müssen wir was unterschreiben? Der verlässt sich auf unser Wort. Was für ein Blödmann. Ja, was erwartest du von dem, Alter? Bruder. Hältst du dein Wort? Ja, ich mein Wort halte ich. Das weißt du. Ja, egal was ich ist. Ich bin der Wackelkandidat. Ja, das ist das Problem. Ich trete sogar alleine auf. Nee, können wir machen. Ja, und dann, wenn wir das durchziehen. Aber, was ist danach? Gehen wir jetzt davon aus, wir schaffen das. Was machen wir dann? Nix. Wir müssen irgendwas machen dann. Was willst du machen? Willst du ein Album rausbringen? Nein. Wie Loredana und Mozik oder was? Ja. So ein Album, genau so auch. Nein, wir müssen das natürlich zelebrieren. Wir fliegen. Ja, klar, Bruder, wir fliegen irgendwo nach Amerika. Das wollte ich hören. Dann gehen wir zu Joe Rogan. Ja. Sagen, ey, wir sind, lad uns ein, wir sind ja. Die Guinness-Buch-Rekordhalter der Welt. Ja, dann redest du mit dem Englisch. Ja. Ganz klar. Ja, Joe Rogan wird uns einladen. Ja, weil wir sind, ja. Klar, wir sind Weltrekordhalter dann. Und dann werden wir in Amerika berühmt. Dann werden wir in Amerika berühmt, weil du wirst eh lustig sein, so auf Englisch. Und dann ich werde alle. Und guck mal, in Amerika, die sind ein bisschen lockerer, was Humor betrifft, weil da kann ich ja so gewisse Gruppierungen. Warum willst du das so überseegreifend noch machen? Diese Leute angreifen. Ja, lass doch in Deutschland diese Shitstorm. Warum jetzt auf andere Kontinente? Und guck mal, weißt du, was wir dann auch machen? Wir gehen dann in den Comedy-Club scheiern. Dann siehst Meine du, wie ich bombe. Dann siehst du, wie ich bombe, so das erste Egal, Mal auf Englisch. Was. Zentralrat, Marat und alles, wie er heißt. Der Arm ist krank. Der kann nichts dafür. Jetzt will er schon in Amerika anfangen. In Schweden. In England. Ja, Mann. Wir übernehmen. Israel. Du willst jeden angreifen? Nicht angreifen. Also ich meine, über ich will überall in die Podcasts. Um dich lustig zu machen. Ja.
Nein, ich will so einfach mich von einer lustigen Seite präsentieren. Ja, ich meine das ja. Diese lustige Seite ist aber geil. Ja, ohne jetzt. Kann ich den Joe Rogan Podcast, wenn wir da sitzen, was hören da immer so Leute zu? Verschiedenste. Nein, ich meine, wie viele Leute? Bei Joe? Ja. Der Welt mit Abstand. Wie viel Zuhörer hat der pro Folge? 50 Millionen oder so? Kann ich dann so Murder Inc. und Dipset dissen? Ja, und die werden das mitbekommen. Wie sagst du, Cameron und. Cameron, du bist voll unnötig. Ja. So sag ich. Ich sag, der unnötigste Rapper for life. Ja, unnötig. Und dann wird der Joe Rogan sagen, what does it mean, unnötigst? Dann musst du erklären. Dann sag ich, Cameron, you know, hey ma, I know what you want to love. Das ist shit song. It's shit. It's not good. Ist Mülleimer. Wie heißt das? Ist Müll. Trash. Trash. Ist ein Trash-Song. Ja. Ey, geil. Und dann sag ich, fuck Biggie, fuck Junior Mafia. Fuck Junior Mafia. Hey, bad, fuck Bad Boy is a record label step in a motherfucking group. Boah, apropos Bad Boy. Warte mal, apropos Bad Boy. Und du weißt, dass Denzel Washington wahrscheinlich dann auch von dir mitbekommt. Ja, okay. Was, das heißt, du kannst dir eine Message bei Joe Rogan finden. Was sagst du dann? Ich sag, I lick your... Ja, ich weiß das. Okay, normalerweise nicht, aber jetzt fand ich es. Ja. Apropos Bad Boy, ich hab die Doku von Diddy geguckt. Ich hab die immer noch nicht geguckt, der Somali. Der größte Müll. Echt? Mülleimer, Müll, Müll, Müll. Gut, dass ich nicht gesehen habe, gehört, die soll Bombe sein. Ich habe auf meine Liste. Wer hat das gesagt? Dieser eine, der auch immer die alle Geschichten von allen Rappern erzählt. Der Omar, grüße mich. Omar, liebe Grüße. Liebe Grüße. Aber die Müll, diese Doku. Unnötig. Einen habe ich schon meine Zeit verschwendet. Erstmal, ihr habt ja die Kanye West Doku gesehen. Ja. Man hat echte Aufnahmen. Du hast so. Sing erstmal diesen ersten Hit von Kanye. Hast du den aufgerufen, wo ich aufgerufen habe? Weißt du? And it went on, and all falls down, yeah, yeah. And it went on, and all falls down, and it went on, yeah. Ja. Bom, 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 bom. Erzähl, Diddy. Erstmal Diddy, also guck mal, du hast ja die Kanye West Doku gesehen. Ihr habt einige Dokus schon von Künstlern gesehen. Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez, genau. John Wayne Gacy. Und so. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Wahrscheinlich sind es irgendwelche Serienkiller. Nein, das sind so coole Leute, ne, Olli? Was würdest du sagen? Nein? Ja, klar. Serienmörder halt, ne? Aber Serienmörder. Aber erzähl weiter. Warum kennst du diese Leute? Ted Bundy. Ja, Ted Bundy auch super. Ja, aber. Schrecklich nette Familie habe ich nicht gesehen. Was? Don't fuck with cats. Ja, ja. Man. Don't fuck with cats? So. Ja, auch übertrieben. Ich mag so Leute. Ja, du guckst Diddy, als ob der besser ist. Also, guck mal, Diddy, erstmal. Diddy ist eher ein Somalier, der es nicht zugibt. Ja. Das ist schon mal. 100%. Was ist das für ein Typ? So, ich glaube, der hat Tom Hanks damals in dem Film überfallen. Genau, diesen Piratenfilm, der war nicht schlecht. Captain Phillips. Echt? Ja. Ey, Tom Hanks soll ja auch so, ne? Ein Pedo sein, ja. Also jetzt ernst, nicht so auf lustig. Wie? Ja, Tom Hanks gibt es Gerüchte, dass er ein Pädophiler ist. Auch wieder so eine Cancel Culture? Nein, die Offiziellen schwimmen da ja nicht mit. Leider, der wird dir gedeckt. Ah, okay. Also sagen Leute, ich weiß es nicht, bevor Leute mir hier irgend so Jesus und Costa wiederkommen mit ihrem linken Gelaber. Boah, weißt du, was die nervigste Sendung aller Zeiten wäre? Was? Wenn Jesus und Costa hier gleichzeitig sitzen würden. Boah, dann würden die, ey, dann würden die alles. Oh so, mein würden Gott. Die alles so, die, guck mal, Jesus und Costa, wenn die hier sitzen würden, die würden so ein T-Shirt tragen. Mit Ukraine-Flagge, mit so allem, was so. Regenbogen. Ja, Regenbogen, dann, Impfspritze, so alles, was so unterstützt werden sollte, so, das tragen die dann alles. Ja. So alles, alles, alles. Feministinnen-Flagge und dann alles. Und dann würden die sagen: Ey, an alle Frauen, lasst euch eure Achselhaare wachsen bis vor die Brust und macht so eine Weihnachtsschleife. Was wir aber machen können? Weißt du, was wir aber machen können? Ja. Wir machen es richtig stylisch. Costa und Jason laden wir gleichzeitig ein. Ja. Genau. Dann verlassen wir mitten in der Sendung, wenn es anfängt, einfach den Raum. Ja. Weil wir uns den Müll ja nicht geben. Ja. Aber die beiden reden. Ja, die reden, aber die würden ja nur so Sachen reden. Und. Aber unsere Fans entscheiden. Ja. Ey, krass, Corona, es wird wieder alles zugemacht. Und dann sagt der andere, ja, das finde ich voll toll. Das ist richtig so. Ja, die. Nur auf Totale dann, ne? Ja, genau. Oft. Ja, nur auf Totale. Nur auf Totale. Und dann reden die nur das, was alle so lieben. Ja, finde ich auch gut. Ja, geil. Und das wird die erfolgreichste Folge. Ja. Und alle kriegen Applaus. Ja, genau, genau. Das ist ja das, was die Leute hören wollen. So, zurück zur Folge. Ja, genau. Kanye West Doku, man merkt so, der Typ hat gehustelt, der hat gemacht. Du siehst Originalaufnahmen und so, ey, die Folge fängt an, ne? Eine Selbstinszenierung. Aber sind viele Dokus, Bruder. Aber das war zu offensichtlich, Bruder. Ja, wahrscheinlich. Irgendwann klingelt Nas, Bruder.
Nas ist da? Ja. Nas, was will der auf einmal? Wo kommt der? Sieht aus wie bei Chuck Norris, dieser Texas Change Massacre. Wie heißt das? Ranger. Walker, der war Texas Change Massacre. Und Walker, Texas. Ich weiß nicht, wie der denkt. Man weiß nicht, das Wort Texas hat. Und es ist kompliziert für ihn, dass ja. So kommt erstmal Nas rein. Ja. Aber Nas ist King. Und dann fangen die an. Black Rich. Ja, ist doch gut, Bruder. Wir haben es verstanden, alle. Alles klar. Du bist reich, Bruder. So, du hast es geschafft aus dem Ghetto. Und dann, Bruder, mitten in der Küche, es hat gar keinen Sinn. Einfach so eine, ja, positive energy. Und ja, das, es kommt über mich. Ja, die ist und, so ein Spinner. Und so, ja. Die ist das. So ein Esoteriker. Und dann, du bist der und das. Ey, Nas, damals und so, ich habe an dich geglaubt. Und dies, das. Ja, guck mal, wo wir heute sind. Und dann fängt diese Doku an. Erstmal fuckt das mich ab, weil die komplett in schwarz-weiß ist. Ja, die wollten so künstlerisch. Ja, komplett schwarz-weiß. Und dann nur Diddy hat über sich geredet. Und dann hat er fünf normale Situationen in der Doku, fünf Stück, und da ist er ein Wichser. So, dass ich das sage. Beleidigt die Leute, erniedrigt die. Ja, das ist so einer. Sagt so, was ist das für ein Scheiß? Sind wir hier auf dem Jazz-Festival oder was? Ihr seid für Bad Boy hier und so. Und dann denke ich mir, okay, was habe ich jetzt von dieser Doku mitgenommen? Hat er nicht Biggie genannt? Ha? Doch, Biggie hat er genannt, ganz kurz. Hat auch, und dann, Bruder, dieses Geschleime. Wir haben Pack verloren, wir müssen damit aufhören. Und dann ist meine Seele im Auto gestorben. Ich bin überzeugt, dass Diddy Pack hat umbringen lassen. Oh mein Gott. Ja, deswegen, da kann mir nichts erzählen. Boah. Also es sind... Also man weiß ja sowieso, wer Pac gekillt hat, das weiß man ja. Orlando. Wie heißt der? Genau der aber auf jeden Fall. Anderson, ich weiß wieder, dieser Crip. So, und die haben ja, haben ja für Diddy gearbeitet. Die haben auch seine Security gemacht. So, und einer von denen hat ja auch so einen Kollegen von Suge Knight schon abgeknallt. So Keefy D, Orlando Anderson, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall, und Diddy ist da involviert. Guck mal, keiner kann mir das erzählen. Ich weiß ja auch, dass Suge Biggie hat abknallen lassen, ist doch auch klar. Guck mal, zwei Rapper haben Beef und beide werden abgeknallt, so im Abstand von 6 Monaten. Das hängt nicht zusammen und ihre Hinterleute haben das nicht gemacht. Also wenn das nicht glaubt, das ist so voll Sinn. Das, ist jetzt das so macht keinen Sinn. Das hat gar keinen Sinn. Das war irgendeiner, der wollte ihn nur überfallen. Ja, genau. Sagen wir mal, das wäre so, als ob, hatten wir so einen schlimmen Beef in Deutschland, der eskaliert ist? Wo man sagt, ey, das ist nicht mehr cool. Wo es über die Rap-Ebene, ja, Casey Rebel und Khatar. Da ist ja viel passiert. In Köln, ne? Ist ja viel passiert, richtig? Stell dir vor, der war dieser Beef, dann war dieser Stress, ne? Wo so in die Läden geschossen wurde und einer wurde geschlagen und so, das weiß man ja alles, was passiert ist. Und stell dir vor, Khatar wäre gestorben, abgeknallt und 6 Monate danach wäre Casey Rebel abgeknallt worden. Dann wäre doch für jeden klar, wer was gemacht hat. Ja, da kann man nicht stimmt. Sagen, nee, das weil ist... Weil du musst so überlegen, für uns war das so ein bisschen zu weit weg alles. Genau, ja, ja. Und... Was kriegt man denn mit? Du kriegst ein paar Dokus, dann war einmal über Biggie eine Doku, über Pac eine Doku, dann gab es mal über beide eine Serie oder so ein bisschen der Mordfall und dann guckt man. Aber im Hintergrund diese ganze Beef und Sticheleien. Und diese Straßen. Die hast du ja nirgendwo in der Doku gesehen. Oh. Das weiß man, wenn man zum Beispiel ein Hip-Hop-Fan ist und mal die MTV oder BAT Awards 94 mal anguckt und siehst, 95. Was da abgeht. Oder 95. Ja. Und guck mal, man weiß wo Suge Knight diese Ansage gemacht hat. Ja, genau, genau. Guck mal, Suge Knight war mit den Bloods. Und P. Diddy hat zum Schutz die Crips geholt, das weiß man, das ist offiziell belegt. So, die haben sich hintenrum gebieft, es gibt genug dokumentierte Schlägereien, Schießereien. Wie gesagt, ein Freund von Schurk wird abgeknallt von einem Bodyguard von Diddy, das weiß man auch, das ist alles offiziell aktenkundig. Und ja, und dann durch diesen Beef, es sind immer die Hintermänner. Es sind immer die Hintermänner. Ja. Die haben das dann aufgebauscht und dann ist so der Beef entstanden. So, das aber bedeutet... Und wer war der erfolgreichste Künstler danach? Diddy, der hat das meiste Geld gemacht. Hat Diddy jetzt gesagt, ne, zu diesem Wes-Dings, Ole Anderson oder wie der heißt, ey, geh zum Mike Tyson-Kampf und knall Pack ab? Nein. Aber die sind Diddys Leute gewesen. Die waren da, Beef ist eskaliert, Pack hat den geschlagen mit mehreren Leuten. Der ist ein Gangster, kann das nicht auf sich sitzen lassen, da haben die den abgeknallt. Ganz simpel. Das ist simpel, das ist, so, das ist jetzt nicht so irgendwie so voll... Aber ich glaube, das wurde größer gemacht. Ja, ich glaube auch, da gibt es auch keine Verschwörung, das ist so voll einfach. Bei Michael und Prince gibt es ja diese Verschwörungen. Welche?
Also bei Michael Jackson sagt man ja, also eine ganz bekannte, also die bekannteste Verschwörung ist ja, dass man sagt, dass Sony den umgebracht hat. Seine Plattenfirma. Weil die sagen, ey, guck mal, der macht seit 20 Jahren nur komische Sachen, der operiert sich immer mehr ins Unerkennliche, der hat nur Skandale, bla bla, der bringt uns nichts mehr, ey, lass uns den killen. Dann ist der 10-mal mehr wert. So. Boah, das ist aber eine krasse Verschwörung. Ja, pass auf, aber die Verschwörung, guck mal, das ist eine krasse, aber ich finde sie nicht so geisteskrank. Weil guck mal, diese Leute in diesen, guck mal, diese Großkonzerne, diese Leute oben, sind nicht umsonst da oben. Und es ist immer, es hat, Geld ist das Böse. Und wenn du überlegst, im ersten Jahr nach dem Tod von Michael, zieh dir mal rein, hat Michael Jackson, also the Michael Jackson Estate, also die, die über seinen Nachlass verfügen, haben mehr Geld umgesetzt, als in dem Jahr, wo Thriller rauskam. Mhm. So, und jetzt stell dir vor, du bist der Sony-Chef. Du bist ja eh Multimilliardär und du kannst alles kontrollieren. Denkst du, ey, der Michael nervt mich, der hält Babys aus dem Balkon, der ist sowieso voll durch. Ey, guck mal, jetzt macht er diese Konzerte, da wird er sich eh blamieren, weil er das körperlich nicht durchstehen wird. Dann bricht er die vielleicht ab, dann ist sein Image noch mehr kaputt, als schon vorher war. Ey, ich lass den killen und dann mache ich das. Und guck mal, und seit 10 Jahren, über 10 Jahren, ich glaube, Michael war so, ist regelmäßig der bestverdienste tote Künstler, also über Elvis sogar. Warum nicht? Dann sagt man noch, der hatte den Beatles-Katalog, der hatte die Hälfte von dem Sony-Katalog gehabt, da hat er auch Geld dran verdient. Das wollten die wieder haben. Ja, also es könnte sein. Mhm. Es ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so absurd. Das ist jetzt nicht eine Verschwörung wie, wir werden von Echsenmenschen beherrscht. Ja, ja, sowas, was so gar keinen Sinn ergibt. Ja klar, es ist realistischer. Es ist realistischer und nicht so wie, ey, guck mal, Rihanna hat so gemacht in ihrem Video. Und du guckst so drei Augen. Ja, ja, drei Augen, die ist vom Satan besessen. Also das ist, das könnte man sich ja vorstellen, weil wir agieren diese Leute oben im Business. Warum nicht? Wir lassen Michael einfach killen und dann bringt er uns, das ist ja einfach ein Versicherungsbetrug. Hm. Und das machen Menschen, oder nicht? Ja. Guck mal, wie viel Geld mit Michael umgesetzt wurde. Das Musical, Film, die Songs sind alle nochmal durch die Decke gegangen. Die haben so viel Geld umgesetzt. Das ist unfassbar. Es könnte also wirklich wirklich sein. Und wie gesagt, bei Pac und Biggie, die Leute machen es zu kompliziert. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, Pac war ein Revolutionär und dem Staat hat das nicht gepasst, hat der Staat den killen lassen. Vollkommener Quatsch. So, also ich, das ist so, das hat ja gar keinen Halt. Ja. So, guck mal, es waren einfach zwei junge Rapper, die waren hitzköpfig, die haben sich so ein bisschen beleidigt. Wir wissen, denen ihre Hintermänner waren schlimme Leute, bei beiden. Die wahrscheinlich komplett den Beef angestochen haben. Wir wissen ja, wie das läuft. Oder nicht? Mhm. Aufgehetzt, lass dir das nicht gefallen sein, Mann. Weil die waren ja zwei Freunde. Ja, genau. Lässt du das so, du weißt doch, wie das ist. Lässt du das so über dich ergehen, guck mal, der hat so über dich geredet, der redet so über deine Frau. Der, die haben das aufgebauscht, glaub mir. Das ist so total krank. Und jetzt guck mal, Suge Knight. Ich will jetzt, ich habe jetzt keine offiziellen Zahlen, das ist wieder nur so eine Schätzung, ne? Aber ich meine, dass die gesagt haben, Suge Knight hat in den 90er Jahren mit Death Row, er alleine, $200 Millionen verdient. Wo ist er jetzt? Seit über 10 Jahren im Knast, hat lebenslänglich, ist arm, bankrott und wird im Knast sterben. Lebenslänglich? Ja, der hat doch diesen Typ überfahren beim NWA-Film. Aber da hieß es doch irgendwie Effekt oder... Nein, nein, das war ja kein Effekt. Also der kam ja dahin, um Stress zu... Dafür war er ja bekannt, Suge Knight, der ging überall hin. Gibt ja auch diese Story, dass der im Interclub-Videodreh kam, bei 50. Kennst du die Story? Nein. Erzählen die auch. Also 50 hat ja Interclub gedreht, das Video. Genau das, da waren die ja alle. Alle, die damals im Dre-Umfeld waren. Exhibit war da, D12 war da, Eminem war da. The Game. The Game, sehr gut. Lloyd Banks, Young Buck, alle waren da. Und dann kam Suge Knight mit so Mexican Mafia und wollte Palava da machen. Einfach so, weil der so ein Typ war. Bei den Source Awards gab es auch die Schlägerei, wo so ein paar Bloods Dre angegriffen haben, wo Young Buck einen angestochen hat sogar. Young Buck hat gestochen. Ja, genau, genau. Da ist ja auch eine Schlägerei zwischen G-Unit und Dings entstanden. Und genau das gleiche hat Suge Knight bei einem NWA-Film gemacht. Der ging dahin und hat gesagt, ey, ohne meine Erlaubnis, jemand stellt mich da, also jemand... spielt mich und so, passt mir nicht.
kam hin, wollte Palaver machen, ist eskaliert, dann ist er ins Auto gestiegen und hat auch so einen Bodyguard oder irgendeinen Typ überfahren vom Film, der gestorben ist. Und dann Mord, Totschlag, keine Ahnung, wegen irgendwas verurteilt worden. Hat er auch 20 Jahre oder so bekommen, wird im Knast sterben. Aber wofür? Einfach an diesem, anstatt dass du raus da gehst, nachdem du es geschafft hast. Einfach in diesem Gangsterleben. Guck mal, man sagt das ja auch. Pac fing doch so an, Stress zu machen und so richtige. Erst als er mit Chuck war. Davor war er so ein normaler Typ. Ja, so, war so ein politischer Rapper, ja. Und dann mit Chuck fing das an. Dieser Gangster-Lifestyle. Ja, die. Krass, ne? Wie wäre Pac sein Leben, wenn er Chuck nicht kennengelernt hätte? Das ist sehr interessant. Also, ich glaube, Chuck. Also ich bin überzeugt. Und mir sehr sicher, dass Pac so eine, also der ist ja jetzt schon so eine Ikone. Vielleicht in der Politik. Ja, der wäre in der Politik oder der wäre aber auch wie Will Smith. Der wäre so ein Superstar, super, also ist der Pac so schon geworden, ne? Und Pac ist ein geiler Schauspieler. Aber auch so Filme so mäßig? Ja, ja, und der wollte immer mehr Filme, lieber Filme als machen als Musik. Also der wäre noch mehr da reingegangen. Und Pac, ja, war einer der wenigen, der ja auch respektiert wurde, der aus der Hip-Hop-Szene kam. Guck, man darf nicht vergessen, alle, die Schauspielerei machen wollten, ob Mos Def, ob Will Smith, ob LL Cool J, egal, von, die wurden anfangs nicht respektiert, die wurden belächelt. Man aber Mos Def hat einen geilen Film. Ja, Mos Def ist ein guter Schauspieler. 16 Blacks mit, ja, Bruce Willis. Ja, der hat mehrere geile Filme. Super Film. Aber und, ist er gestorben, Mos Def? Nein, lebt immer noch. Er lebt noch? Ja, ja. Und die wurden aber trotzdem belächelt, weil man gesagt hat, was ja auch stimmt, wir wissen ja, ist ja wie heute mit YouTubern. Ey, die kriegen nur ihre Rollen, weil die Rapper sind. Ja. Was ja auch stimmt. Aber Pac wurde respektiert von Mickey Rook, von James Belushi, von so guten Schauspielern. Einfach Mickey Rook. Weil er aber auch am Theater studiert hat, Pac. Der hat ja Schauspieler. Der hat hier in Wiesbaden gewohnt. Mickey Rook, ja, Mann. Das heißt, ey, Mickey Rook hat in Wiesbaden gewohnt. Ja, Mann. Der hat damals eine Freundin gehabt und die Eltern waren hier und dann ist sie hergezogen. Der war zweimal früher bei mir feiern, wo ich noch aufgelegt habe. Prince übrigens auch, ne? Der war hier feiern. Weil seine Freundin aus, glaube ich, aus Wiesbaden sogar kam. Prince! Ja. In Wiesbaden! Ja. Nein. Ja. Ey, dann wäre Prince der zweitgrößte Star, der hier in der Stadt war, nach Cheyenne. Ja. Weißt du nicht mehr? Diese, ja, das, Liste? Ja, das ist so geil. 2012? Ja, ja. Cheyenne Garcia. Ey, krass, das ist geil. Das sind geile Geschichten. Aber kurz nochmal abschließend, ja. Doku für den Müll, Selbstinszenierung des Grauens, sehr viel gespielt. Aber das habe ich mir gedacht bei Diddy, weil der ist so ein Typ. Das wäre sehr viel gespielt, auch die, wenn Jay-Z über ihn redet und so. Man hat gemerkt, die wollten ihn einfach nochmal so ein gewisses Standing geben, dass er so eine Legacy hat, so einen Legend-Status. Mhm. Aber es kam überhaupt nicht so rüber. Überhaupt nicht. Es, aber der ist auch Trailer. Es war so wirklich nur gespielt. War DJ Khaled in der Doku? Nein. Der fette Araber, Alter. Der war nicht in der Doku. Fate Evans war? Ja, krass. Fate Evans, Foxy Brown. Ja. Dann Total. Alle drei? Ja, alle drei. Die bringen ihre Kinder mit und so. Okay. Mace. War Mace drin? Ja. Weil der hat voll Beef jetzt mit Diddy, ne? Echt? Ja, das sind richtig. Seit ein paar Monaten. Haben die wahrscheinlich vorgedreht. Wahrscheinlich schon. Und er sagt ja so, da kommt Mace und er sagt so. Ich liebe Mace. Da kommt Mace und dann. Der rappt so geil, Alter. Diddy sagt so, ey Mace, deine positive Energie und wie du hier kennst. Boah, labert der die ganze Zeit so? Ja, die ganze Zeit. Ja. Ist Pastor geworden, Mace? Ja, ja. Mace war Pastor, aber jetzt nicht mehr. Aber der war so fresh. Und dann sagt er zu dem, guck mal Mace, du kamst als Kind zu mir, jetzt, ich kann auch von dir was lernen. Weil wir, egal wie alt wir sind, wir lernen auch von dir. Boah, halt anderen. Deine Fresse. So, und dies, das, und sagt er, ey, danke, du hast Bad Boy Family Reunion Show, du bringst da Mehrwert drin, du gehörst dazu. Ihr seid Stars geworden, Superstars geworden. Und dann alle applaudieren so, weil er so redet und so. Und dann kommt. Der ist so bekannt, dass er seine Künstler nicht zahlt, dass er seine Künstler abrippt, alles. Und dann einer, der ist nicht gekommen, der auch so ein Priester geworden ist. Der hat gesagt, ich kann meine Texte nicht. Achso, der Jude. Ich weiß, Schein. Nein. Doch, der so Rabbi geworden ist. Weiß ich gar nicht. Schein? Doch, bestimmt. Also nicht unser Schein. Irgend so ein anderer Name war das, glaube ich. Dann haben die versucht, ihn zu überzeugen am Telefon. Ey, komm und so. Loon! Nein, nicht Loon. What the hell is you looking for? Der hat, der hat so einen berühmten Song. Der hat einen ganz krassen Beat gehabt. Warte mal. Ist Wow? Black Rob? Nein. Ich zeig dir wer, Alter. Ey, war sicher. Wir müssen auch so eine Schein-Doku machen für Netflix. Da rede ich auch so. Aber ich war so gespielt, ich schwöre.
Ich hab Diddy nie gemocht. Nee? Nee, Spinner. Wie der immer getanzt hat und so. Warum tanzt der immer so? So Esel. Und egal wo der war, in jedem Raum hat er seinen DJ holen lassen, weil er sagt, er braucht diese Musik. Und schneidet so seine Haare und lässt immer so einen DJ laufen. Dann tanzt er die ganze Zeit so in der Wohnung rum. Bruder. Der Typ ist doch durch und sein Sohn sieht aus ja, Mann. Wie so ein dicker Daumen, Alter. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Warte, ich zeig ihn dir. Da redet er über B.I.G. Das ist die Seele. It's the soul of bad boy. Sag doch Eminem auch einen Killshot. Der Diss gegen Machine Gun Kelly. Da sagt er auch Diddy. Ja? Diddy hat Puck killen lassen. Sagt er es? Ja, sagt Eminem. Und dann sagt er Eddie, I'm just playing Diddy, you know I love you. Am Ende, um das so. Aber da haben auch einige den angegriffen. Ja? Und sagt, wie kannst du das? Ja, Diddy, Alter. Aber Eminem hat Diddy schon öfter gedisst. Ja, ja, ja. Boah, Diddy kannst doch nur dissen. Kennst du bei VMAs 2000? Wo Eminem mit Slim Shady reinkommt, mit den 1000, die so aussehen wie er. Und er gibt allen die Hand und Diddy ist neben ihm, tanzt. Eminem und Diddy gibt den Leuten einfach nicht vorbei. Ja. 112 war da, Carl Thomas war da. 112, die unnötigste hier. Gruppe. Crack Mac. Crack Mac, der ist doch tot. War das gestorben? Ja, Crack Mac. Doch, Crack Mac, Flair, ja klar. Der ist tot, ja. Ja, der ist tot. Seit wann? Vor 2 Jahren. Wann wurde die Doku gedreht? Ja, sie muss älter sein, ja. Der ist doch tot. When something that big is that crazy happens, you know, bla bla bla. Diddy, Alter. Ist sie gut? Nein. Ja, ich mag Diddy nicht, deswegen will ich mich nicht angucken. Der auf jeden Fall, der ist nicht gekommen. Der hat gesagt, ich kann das nicht mit rechtfertigen, meine Texte und so. Der hat dann Diddy den Kopf gegeben. Now what the hell is you looking for? Ey, wie lange haben wir gedreht, Risa? Wir sind bei 46. Oh! Oh. Espresso, ja? Ja, holen Espresso und dann kommt unser Gast in die Folge. Now what the hell is you looking for? Can a young brother make money anymore? Dun, 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 dun. Ey, Mace war King. Das erste Album Harlem World war brutal. Kann ich jedem nur empfehlen. Kennst du The Lullaby Baby? Von Mace? Lullaby meinst du? Ja. Yeah. Sag ich doch. This is all of my people. Oh, yeah. Von Madonna geklaut, gell? Genau, ja. And I'm waiting for the long ago. Das ist von... Knocked up, top next to bees. Now the money knows the bees. Wer ist von Madonna? La Isla Bonita. Madonna in den 80ern, unantastbar. Jetzt, 2020, nicht mehr anfassbar. Ja, genau. Ey, wie die aussieht, so wie ein Alien, eine 50, wie die Alien-Kopf... Was mit der Schade? Ich würde gerne eine Folge machen. Ich habe Madonna live gesehen, ne? Wo? Ich war im Konzert in Düsseldorf. Echt? Ja. Wann war das? 2008. Bin ich Madonna gucken. Madonna habe ich live gesehen, George Michael. Ich bin ein 80s-Baby, Bruder. Das alles wird sich reingezogen. Nur Phil Collins habe ich nicht geschafft. Ey. Gestorben? Nein, ich kam nicht. Das hat nicht geklappt. Nein, ich meine, ist er tot? Nein, der lebt noch. Phil Collins und Michael Jackson sind zwei, die ich nicht gesehen habe, die ich gern gesehen habe. Bruder, AC/DC. Hast du gesehen? Wäre ich gern. U2? U2 meinst du? Ja, mach schon. Nee, aber ich bin nicht so der U2-Fan. Nicht? Aber AC/DC. Also ich bin überzeugt, dass AC/DC. Die Scorpions auch nicht. Aber AC/DC wäre der beste Live-Act. Ey, wenn ich so manchmal auf YouTube und so Videos angucke. Willst du auf so ein Rammstein-Konzert gehen? Ja, sofort. 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 Also AC/DC ist so wirklich, wo ich sage. Sag mal so einen bekannten Song von denen. 1000 Songs. Der beste Song ist You shook me all night long. Yeah, 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 you shook me all night long. Ey, AC/DC sind Kings. Kings, Kings, Kings. Wie kommt das, Alter? Du wohnst in der Nähe von so einem Bahnhof, gell? Wo so Züge an deinem Lauf. Der Bahnhof ist gut, ja. Ey, AC/DC. Ich schwöre, ich habe letztens mir nochmal Thunderstruck live angeguckt. Wenn Angus Young am Anfang Gitarre spielt, so licht es oft, wenn man da nicht Gänsehaut kriegt und dieses Publikum. AC/DC sind. Okay, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Ich bin ein bisschen müde. Korn habe ich live gesehen. Ja?
Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon... Ey, wir sollen mit Jürgen Dries einladen. Jürgen, genau, wo bist du, Alter? Komm vorbei. Ey, ich habe mir dieses Hessische von dir so angewöhnt. Ja, gell? Ey, dass die Leute denken, ich bin aus Frankfurt. Bist du auch? Weißt du, wie oft Leute sagen, ey, du bist ja aus Frankfurt. Ich bin nicht aus Frankfurt. Ich wohne eineinhalb Stunden. Viele fragen mich auch, dass du Iraner bist. Ja, boah. Das ist, also Frankfurt ist noch okay, aber Iraner. Jürgen Dries, der kann auch gerne mal vorbeikommen. Ey, Jürgen Dries kann echt vorbeikommen. Der singt auch den Darkwing Duck Titelsong, ne? Ja. Das wissen viele nicht. Darkwing Duck. Ja, das hat Jürgen Dries gesungen. 2-1 Risiko. Räuber Duck und Heulen Duck. Marken Duck mehr. So sind die da. Ey, das ist original. Ja. Döner Giere von, nicht von ungefähr. Und verschwinden. So singt er das. Ich, Jürgen Drift. Ey Jürgen, hier auch Nachricht an dich. Falls Leute das sehen, bitte schneidet, schickt das Jürgen Drift. Wir laden den 100% ein. Wer singt den Titelsong noch von Ninja Turtles? Frank Zander. Ja, den. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Super starke Hero. Ich so, yo, warum, was ist los? Warum hat das so schlechte Laune? Raphael kommt cool. Aber weißt du, das Ding, kennst du... Leonardo kämpft nach Donatellos Plan und wird's auch manchmal knapp. Die Turtle-Jungs machen niemals schlapp, ey, King. Und er war da 34, als es rauskam. Ey, ey, die Leute... Aber du weißt nicht, wer den Titelsong von Kicker singt, ne? Dieses Freunde, Freunde. Hip hip hurra, ja. Alle lachen oder weinen, was immer. Nee. Ey, weißt du, wer die ähnlich sieht? Dieser Kevin von Kickers, jetzt wo ich so sehe. Hör mal, dein Maul an. Ich schwöre, der sieht aus wie du. Kevin sieht aus wie Scheiern. Ey, bitte kontrolliert. Ey, warte mal. Oh mein Gott, jetzt hat er was gefunden. Ey, du siehst echt aus wie der. Ey, say when I do. Mach so weiter. Mach so weiter. Mach so weiter. 1000 fette Jahre stehen uns bevor. So, Kickers. Himmlische Wege, die führt es uns aus dem Tal. Würdest du say when I do einladen? Die gibt mir normal. Normal, Alter, mich interessieren auch diese ganzen... 20.000 Mal, ey, gib mir den Morgen danach. Weck mich auf, wenn ich schlaf. Mach es groß wie ein Herr. Wie ein Herr. 20.000 Meilen über dem Meer. Meine Damen und Herren, Kevin in the house. Kevin in the house. Kevin in the house and the born with the house. Kevin in the house is the born in the house. Okay, meine Damen und Herren, das war's von uns. Abonnieren. Wir lieben euch. Ciao.